Ganz ruhig. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Wir haben unsere 12 Charaktere. Und mit dem werden wir jetzt einen Clown verprügeln. Der hat es nämlich nicht anders verdient, dieser Schuft. So sieht es nämlich aus. Drück mir die Daumen. Der erste Anlauf gegen Kefka. Hallo Götterstatue. Klein Moment. Magie. Wie war das hier? Wir sollten versuchen. Okay, der hat's nicht. Dann macht er seinen Rausch. Magie, Engel, Erzengel, Schutzengel. Auf jeden Fall auf sich. Magie, Schutzengel auf sich. Das sind die mit die besten Heiler, die wir haben. Die hat keinen Schutzengel, ne? Der hat keinen Schutzengel. Dann gibt es nur. Dann machen wir hier Ultima drauf. Und hoffen, dass das so funktioniert. Magie. Schutzengel. Auch auf Celeste. Okay, das sind schon miese Angriffe. Astgar ist auch eine tolle Idee. So, einmal noch auf Xian. Magie, haben wir denn Hastgar hier irgendwo? Hastgar, ja, haben wir. Danke für den Hinweis. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Weiter geht's. Hastgar auf alle, Blitztech. Wir machen hier auch Phantomstoß. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber egal, passt schon. 1000 Schaden sind nicht gut. Aber egal, komm. Wir halten das jetzt erstmal kurz so. Ultima. Magie, auch nochmal von ihr ein Ultima drauf. Das klang schon mal sehr gut, was ich gerade gehört habe. Ach. Schön. Auf in die zweite Runde. Die Musik ist der Wahnsinn, ne? So, Magie. Vigra auf alle. Boah, das sind vier Dinger. Aber egal, wir halten es bei Ultima. Das schien ja ganz gut zu sein. Genauso wie mit Rausch. Und Blitztech Phantomstoß. Die normalen Attacken sind relativ locker. Ja. Die sind relativ locker. Immer so ein bisschen Ultima rein und gegenheilen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das hat schon so seinen Grund, warum ich mir gedacht habe, es ist vielleicht nicht verkehrt. Oh, da ist wieder irgendwas draufgegangen. Das, ja, dachte ich mir, dass das weh tut. Vigra auf alle. So, sie darf gleich wieder Ultima reinwerfen. Da ist wieder irgendwas kaputt gegangen. Zwei Götterstatuen haben wir. War das gerade Gravitas? Ja, das war Gravitas. Ganz bitter. Zehner-Kombo. Oh ja. Komm, Terra. Heilung. Jetzt bitte. Och, Terra! Oh, diese 10er-Kombo ist ja ekelhaft.
Diese 10er-Kombo ist ja richtig ekelhaft. Gravigar wieder. Und bannen. Ach Mist. Jetzt holen sie alle ab. Oh oh, was kommt jetzt? Ich muss jetzt gleich erstmal komplett durchheilen, würde ich meinen. Die Musik wird einfach nur immer geiler. Ja, super, da ist schon Edgar im Kampf. Dammit. Ah. Durchheilen. Ganz schnell durchheilen. Ja, komm, Gadgets. Hau drauf, bringt jetzt nichts. Die heilt sich einfach. Wie frech. Oh, eine Statue haben wir. Todesurteil. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ich irgendwie... Habe ich irgendein... Allheilmittel oder so? Nee. Kann ich irgendwas gegen Todesurteil machen? Weihwasser oder irgendwie so? Gibt es irgendwas gegen Todesurteil? Bei Celeste will ich jetzt nicht unbedingt verlieren. Überlegen. Schutzengel. Okay. Hä? Oh nein, jetzt habe ich das falsch gemacht. Nein! Oh boy. Ja, super. Der hat natürlich keinen Schutzengel. Aber vielleicht klappt es auch so. Prime. Sehr gut. Item. Alle Heilmittel. Item. Alle Heilmittel. Magie. Vitra auf alle. Item. Brauchen wir es wieder, das alte Heilmittel. Was war das denn jetzt? Alle Heilmittel, da haben wir es. So, Magie. Schutzengel. Magie? Der hat nicht Ultima, ne? Ne, der hat nur Versteinerung und so ein Kram. Ah, komm. Ja, scheiß drauf. Hauptsache Vita oder so ein Kram. Meteor. Na gut. Alles oder nix? Ach, er hat auch Ultima. Innerer Frieden? One-Shot. Okay. Das ist doch unverschämt. Ultima, nichts passiert. Hahaha, sehr witzig. Oh Mann, ey. Das darf jetzt noch nicht das Ende sein. Oh, der Mogri ist da. Herzloser Engel.
Oh, bitte was? Schicksal, Träume, Hoffnung. Wo kommt das alles her und wo führt es hin? Lachhaft, wertlos. Alles soll unter meiner Hand vergehen. Erstmal. Alter. Ach scheiße, sie hat gar keinen Schutzengel. Also mir war es jetzt wichtig, einmal Mogri aufzuwecken. Er hat Schutzengel. Sephiroth! Entschuldigung. So, Mogri muss jetzt einmal wegspringen, bitte. Alter, ey. Hauptsache irgendwas. So, und jetzt, Celeste, steh schön wieder auf. Direkt weg, ne? Warum kann sich keine Magie wirken? Blitztag, Phantomstoß. Wir probieren es einfach. Herzloser Engel. Wieder alle auf einen MP, ne? Ja. Auf einen HP. Oh, so ein Dreck. Komm, spring weg. Natürlich haut er auf den Mogri. Drecksvieh. Komm, wo haben wir Ultima? Da haben wir Ultima. Die kann keine Magie wirken, weil sie stumm ist. Natürlich ist sie stumm. Komm. Komm. Verloren? Was heißt das? Oh, bitte jetzt nicht. Würde jetzt bitte nicht meine Leute hier. Alter, wie soll man dagegen ankommen? Und warum hat sie immer noch keinen... Ich glaube, keiner von denen hat Phönix gelegt. Auch dieser Bockmist. Ach, das ist doch eine Verarschung. Das ist doch so eine Verarschung hier wieder. Das Ende rückt näher. Ganz toll. Sehr witzig. Das ist so eine bodenlose Frechheit. Das ist so eine bodenlose Frechheit. Ich kann ja nicht mal was gegen tun. Ja, das hätte auch nichts gebracht. Das Einzige, was ich machen konnte, war mich irgendwie meine Statuseffekte ändern. Und selbst das nur bei einer Person, weil der Rest ist einfach getuschottet worden. Wie bodenlos. Wie absolut bodenlos ist das? Oh, das ist ja sowas von dreist. Weißt du, der macht hier zwei Attacken, während andere Leute halt eben einfach nur eine machen können und nicht mal die Heilung kam durch. Sind halt immer schön alle auf einen HP runterdrücken oder was? Oh nee, Alter.
Ja, wo soll ein Regener da bitte schon helfen, wenn er einfach mit einer Attacke 2000 Schaden rausdrückt? Wo soll das denn bitte schon funktionieren? Ich hatte so gehofft, dass wir das Spiel heute abschließen. Mega-Elixier. Nö. Final-Elixier, ja. Das würde ja auch nur zwei Runden halten. Und es regeneriert ja nur Lebenspunkte und Magiepunkte. Das bringt mir halt eben nichts, wenn meine Caster nicht casten können. Weil sie blind, taub, stumm und hassen nicht gesehen sind. So, und dann hast du die einmal, ein Allheilmittel genommen, damit sie wieder irgendwas machen könnten. Nö, dann werden sie auf 1 HP runtergematcht oder einfach geone-shottet. Sollte eigentlich ein paar Schleifen haben, ja. Hier ist eine. Zwei. Zwei habe ich, ja. Was ist denn sowas hier? Bräuchte ich doch überhaupt nicht. Offenbarung. Herausragend Schwertkämpfer erlaubt einen vierfach Serienangriff. Wäre doch mal eine Idee. Aber sie macht auch Ultima. Das wäre auch Blödsinn. Bringt das vielleicht hier ihm etwas? Ihm einen vierfach Serienangriff laufen zu lassen? Angriffe mit halber Stärke. Es wären bei ihm aber 8 Angriffe, wenn das funktioniert.
Pass doch auf, ich probier das einfach mal. Ausrüstung Saban. Probieren wir es mal. Ich meine, hier unten ist ja eh ein Speicherpunkt, ne? Ja. Dann kämpfen wir hier unten einfach mal und gucken, was bei rumkommt. Okay, hier kommen scheinbar keine Gegner. Aber hier. Super. Ja. Das sind 8 Angriffe. Funktioniert aber nur, wenn er Angriff macht, ne? Ja, super. Dann machen wir Feuer auf Saban, damit er wieder... Och, nö. Alter, das ist doch echt ein Troll, ne? Als würden die wissen, was ich vorhabe. Und schon wieder eingefroren. Ey, das ist echt, als würde das Spiel wissen, was ich vorhabe. Ja, Stufe 70 sind aber auch nochmal 10 Stufen, also fast 10 Stufen mehr als das, was, was Saban jetzt gerade ist, ne? Muss man auch nochmal sehen. Nee, das ist irgendwie Kacke mit den mit dem Serienangriff. Ja, das stimmt, dass der in die zweite Reihe könnte. Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach nur ratlos gerade. Weil das so gut angefangen hat. Und dann kommt dieser letzte Kefka-Spacko. Und ruiniert mir meinen wundervollen Lauf. Na hier, Saban ist 9, also ist 61. Und seine Attacken haben schon ordentlich Wumms, aber das ist eben alles nicht. Ach, mal gucken. Keine Ahnung.